Ja, Hendrik, heute 6-1 verloren in Ahrweiler. Ist eine ganz bittere Pille. Ihr habt gegen eine gute Mannschaft gespielt. Der Frank hat eben gesagt, nach 3 Minuten war das Spiel entschieden. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, der Frank hat es gut auf den Punkt gebracht. Nach 3 Minuten 2-0 hinzulegen, ist natürlich sehr, sehr bitter. Wonach ich glaube aber, dass wir wieder danach gut ins Spiel reinkommen, auch mit dem 2-1. Aber danach dann auch wieder ein bisschen nachlassen. Und dadurch dann das 3-1 und dann meiner Meinung nach zu früh in der zweiten Halbzeit das 4-1 bekommen. Und uns dann natürlich wieder, wie immer, keine Ahnung warum, aber uns dann wieder abschießen lassen. Das geht nicht. Nicht in der Liga, nicht gegen so einen Gegner. Und das können wir eigentlich nicht so hinnehmen. Ihr spielt am Samstag gegen Wissen. Die stehen in der Tabelle auch nicht da, wo sie hingehören. Wie denkst du, werdet ihr am Samstag auftreten? Am Mittwoch gegen Bitburg war der eine völlig andere Mannschaft. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Heute Ahrweiler war schon heftig. Jetzt Wissen, was erwartet uns am Samstag? Ja, ich glaube, spielerisch vielleicht jetzt nicht so ganz so eine gute Mannschaft wie Ahrweiler, aber trotzdem werden die wieder alles reinschmeißen, was gesagt. Die stehen nicht genau da unbedingt in der Tabelle, wo sie meiner Meinung nach hingehören. Aber das wird wieder ein Fight und da müsste auf jeden Fall eine Reaktion sein, genau nach so einem Spiel. Genauso wie nach dem Spiel gegen Bitburg, heute dann 6-1 zu verlieren, ist ein bisschen heftig. Aber wir brauchen die Reaktion, wir müssen unter der Woche wieder gut arbeiten und dann müssen weitermachen. Ja, geht eigentlich anders. Das heißt also, intern in der Mannschaft ist noch alles okay, auch wenn es hammerharte Buden gibt. Aber ihr seid immer noch das Team, was ihr schon seit letzter Saison euch geformt habt. Bringt ja nichts, uns untereinander aufzufetzen. Wir müssen weitermachen als Team, gerade als Team in so einer Zeit, in so einer schwierigen Zeit. Wenn man gerade jetzt viele bittere Niederlagen bekommen hat, muss man trotzdem als Mannschaft gerade zusammenstehen und man darf sich ja nicht gegenseitig auffressen. Und das machen wir, das untereinander. Es gibt ja gar keinen Streit oder sowas. Wir müssen weitermachen und das zählt. Okay, super, danke dir.